Und da wären wir auch schon wieder. Ich will diese Folge erstmal gucken, ob dieser Korridor endlich funktioniert. Und danach weiter daran basteln, die Wege ein wenig zu optimieren und das ganze Design ein wenig anzupassen. Also erstmal gucken, was er hier macht. Er ist ein Ermittler, er läuft zu der Zweiertür, knackt sie hoffentlich gleich und dann gucken wir, ob das mit den Fallen funktioniert. Wenn es nicht funktionieren sollte, habe ich schon einen neuen Plan mit den Druckplatten. Denn ich habe in den Kommentaren eine Menge dazu gelernt. Vielen Dank den ganzen Helfern nochmal. Und zwar, wie man Druckplatten miteinander kombiniert und eine kombinierte Druckplatte mit den Fallen kombiniert und so weiter. Es müsste also einigermaßen gut laufen alles. Und der hat schon mal keine Falle ausgelöst. Das ist gut. Eigentlich habe ich aber gerade gelernt, dass die Druckplatten vor den Fallen dafür da sind, damit die Bediensteten sie nicht auslösen. Aber anscheinend löst niemand diese Fallen aus, weil keine Druckplatten da sind. Guti, das hätten wir schon mal gelernt. Er hier wird ein Problem werden, denn er stolpert bestimmt bald da rein. Also schicken wir meine lieben Kane von hier ganz unten nach dahin. Oder am besten direkt zum Eingang. So, eine Sache, die wir jetzt noch machen könnten, wäre einfach eine Zweiertür hier hinzusetzen. Das müsste ja eigentlich die einfachste Lösung sein. Erstmal schaffen wir uns dadurch ein wenig Zeit, falls ein Agent, also ein Ermittler, ein Dieb oder ein Saboteur, ich glaube, das waren die drei Klassen, die es gibt, wenn die reinkommen wollen, dauert das schon mal länger. Und Zivilisten dürften gar nicht erst rein stolpern, weil die ja durch Zweiertüren gar nicht durchkommen. Also, geh du dahin und wir bauen da eine Standardtür. Einfach so dahin. Zack, das war's auch schon. Denn ersparen wir uns das nämlich, die ganzen Leute hier immer wieder umzubringen oder gefangen zu nehmen oder sonst irgendwas. Das wird auf jeden Fall negative Konsequenzen haben. Und die waren alle deaktiviert, deswegen leuchten die wohl rot. Okay, aber diese Todeszeile hier müssen wir erstmal ein bisschen verändern. Das Objekt wird in Kürze versetzt. Wir brauchen jetzt vor jedem dieser Dinger einen Sensor, wie wir es vorher auch hatten. So. Jetzt ist nur die Frage, ob wir wirklich alle Druckplatten mit allen verbinden wollen. Also alle Druckplatten untereinander und auch mit allen Fallen. Weil wenn dann unsere Bediensteten da durchlaufen, wäre das nicht so schick. Das müssen wir dann gucken. Erst müssen die hier liquidiert werden. Der da auch. Das wurde bewegt, das wurde bewegt. Sehr gut. Die Druckplatten auch noch. Oh, da haben wir noch Platz zwischen. Auftrag, das Objekt zu bewegen, bestätigt. Dann kann die eine Giftgasfalle doch wieder einen Ticken nach oben. Das da. Bewegen. Warum kann ich das da nicht hinstellen? Hm, da warten wir noch mal kurz. Der Schatten müsste eigentlich ein bisschen weiter oben sein, wenn es direkt unter den Druckplatten ist. Aber gut, warten wir ab. Momentan läuft es soweit ja recht gut. Kane, komm noch mal rein. Ich sagte, komm mal rein. Hallo? Hängst du da jetzt irgendwo fest? Ich glaube, Kane hängt in der Mauer fest. Komisches Ausrufezeichen, Missouri. Geht zu etwas Wichtigem. Tut er das also? Na also. Auch wenn die Kamera sich jetzt dooferweise wieder gedreht hat. Und stopp, da kommt ein Ermittler. Testen wir noch gleich mal die neue Tür. Klick. Du bist Stufe 2, das ist soweit richtig. Also dürfte der Ermittler nur reinkommen, wenn einer von unseren Leuten die Tür aufmacht. Was ja recht häufig der Fall ist. So. Verbinden wir mal ganz schnell die Platte mit der Falle und die Platte mit der Falle. So, also die beiden Druckplatten lösen jetzt diese Gasfalle aus. Fertig. Du, geh mal da runter. Nee. Irgendwie scheinen die alle absichtlich unsere Räume zu ignorieren. Also unsere Türen. Und das mit den Touristen fernhalten klappt auch nicht wirklich. Vielleicht noch eine Zweiertür. Ein bisschen im Abstand. Schaden kann es nicht. Und ich wollte noch die Windfallen bauen. Ich glaube, die baue ich zuerst. Also die Kamera muss da
Lassen wir uns das hier weg. Escape. Da muss die Kamera leider weg. Auch wenn die eine gute Übersicht hat. Und wir stellen die dann... So, im Nachhinein war es eine echt doofe Idee, die ganz langen Korridore zu bauen. Ach, da ist schon eins. Ja, ein Eindringling. Der ist nur in den Ausbildungsraum eingebrochen. Oder? Nee, da ist er eingebrochen. Du musst sterben. So, er hat die Sensorplatten ausgelöst, aber nichts ist passiert. Sehr gut. Ja, ich wollte die Windfallen jetzt endlich ordentlich aufbauen. Die hatten wir hier. Du kommst noch mit. Und kommst dahin. Die andere hatten wir auch irgendwo hingepflanzt. Ohne dass sie wirklich funktioniert hatte. Kann ich irgendwie so schwer erkennen. War die hier irgendwo? Die da bewegen wir gleich. Ach, da ist noch eine. Bewegen dahin. So. Fallen. Kontaktsensor. Einmal. Kontaktsensor nochmal. Kontaktsensor nochmal. Kontaktsensor nochmal. Und gucken wir mal, wie das so funktioniert. Ist ja alles noch die Erprobungsphase. Oh, und wir müssen die Platten hier nochmal mit dem da oben verbinden. Erstmal können wir dich ein Stück näher ran bewegen. Nein, können wir nicht. Das ist komisch. Ich bewege sie erstmal weg, um sie dann wieder näher ran zu bewegen. Und ja, das macht Sinn. So, Windfalle ist da. Druckplatten kommen gleich. Was ich auch noch unbedingt machen will, ist hier oben eine neue Kaserne einzurichten irgendwo. Damit die Jungs immer nicht ganz runterlaufen müssen zum Schlafen. Und eine Geldkammer. Dass wir das Geld aus dem Ausland schneller bekommen. Und apropos Geld aus dem Ausland. Ich sollte wirklich öfters mal Pause drücken. Wir müssen ein paar Jungs rausschicken. Sonst kommen wir nicht an Geld ran. Und wir haben 31 Bedienstete. Das ist sehr schön. Also wir schicken... 1, 2, 3, 4 hier hin. Wir schicken 1, 2, 3, 4 dahin. Also ich nehme jetzt keins, das höher ist als 4 vom Sicherheitsrisiko her. 1, 2, 3, 4 dahin. Und 1, 2, 3, 4 dahin. Das müsste erstmal reichen. Hoffe ich mal. Und warum steht da, wir haben 1200 Einkommen? Haben wir schon irgendwo Agenten? Ach stimmt, wir haben hier oben welche. Die Wut ist hier noch einigermaßen okay. Und ich habe auch noch gelernt, dank der Kommentare, dass wenn wir hier Verstecken drücken, also wenn Feind-Agenten hier auftauchen und wir Verstecken drücken, verstecken die sich so lange automatisch, bis die Agenten dann verschwinden und gehen dann automatisch wieder auf Stehlen. Also ich muss da gar kein Micromanagement betreiben. Das ist schon mal sehr schön. So, jetzt aber weiter. Nur Zivilisten laufen rum. Die Falle ist da hinten angekommen. Können wir sie jetzt näher ranbringen? Und ja, es klappt. Ich habe keine Ahnung. Also wahrscheinlich stand die Falle der Vergangenheit der Falle aus der Zukunft im Weg. Was nicht wirklich viel Sinn macht, aber wurde wohl komisch programmiert. Also erstmal wegstellen, um sie dann wieder näher ran hinzustellen. Das ist schon mal okay so. Sobald die steht, was ja ziemlich schnell ging, können wir sofort die Druckplatte damit verbinden, die Druckplatte damit verbinden. Also, die beiden sind mit der verbunden, die beiden mit der. Ähnlich wie das ja schon mal war. Drehen. So, können wir die schon verbinden, obwohl sie noch gar nicht stehen? Ja, können wir. Dich damit, dich damit. So, also die linken sind mit links verbunden, die rechten sind mit rechts verbunden. Macht soweit ja auch Sinn. Gucken wir mal, wie gut das funktioniert. Klick. Überall laufen Jungs mit Geldkoffern rum. Sehr schön. Und diese, wie heißen die nochmal? Kammerdiener. Die Kammerdiener sollen auf der Weltkarte wohl dafür sorgen, dass die Einheiten nicht so schnell entdeckt werden. Aber sie selbst verdienen auch weniger. Das heißt, theoretisch könnte es sich lohnen, jedes Mal einen Kammerdiener mitzuschicken. Aber dafür haben wir noch nicht genug Einheiten. Apropos genug Einheiten. Wir haben bei weitem nicht genug Spinde. Ja, da werde ich jetzt so lange welche produzieren, immer mal wieder... bis wir an ein Limit kommen, wenn es denn ein Limit gibt. Denn ich habe es zu häufig gehabt, dass zu wenig Leute an den Computern waren oder zu wenig Leute im Ausland, um Geld zu verdienen. Da habe ich einfach keinen Bock mehr drauf. So, die Betten sind fast gar nicht benutzt, das ist sehr gut. Also ich werde auf keinen Fall hier einen Raum machen mit Tür nach da, sonst läuft da wieder jeder rein.
Geld kam aber auch nicht unbedingt. Also Geldkammer dürfte nicht für die Ermittler interessant sein. Das ist ja nichts Verwerfliches, Geld zu haben. Also ist es eigentlich schon in Real Life, aber hier halt nicht. Aber die Kaserne könnte ich hinstellen. Nee, aber die Waffen, Quatsch, die Geldkammer jetzt. Also wenn die Geldkammer hinstellen würden, würden die Ermittler dann vorbeigehen oder kurz reingucken und sagen, oh, ist okay, dann gehen wir wieder raus. Aber die Einbrecher hätten es dann relativ leicht. Also bräuchten wir so ein Mittelding. Vielleicht von hier aus. Bin ich mir noch nicht sicher. Und solange ich mir nicht sicher bin, baue ich das Ding auch nicht. Denn ich will jetzt möglichst wenig Fehler machen. Wir haben so schon tierisch viel Zeit und Geld und Ressourcen und Bedienstete verschwendet. Druckplatten kommen alle, sehr gut. Das kann mal aus. Die werden alle gebaut. Und hier unten ist fast keiner am Arbeiten. Pause. Wir brauchen mehr Geldkoffer. Besagt Geldkofferhalter. So. Die stehen hier schon Schlange, um sich Koffer zu schnappen. Und ich wollte das hier auf gelb schalten. Gelb heißt übrigens, dass immer alle Plätze besetzt sind. Ein grüner heißt, dass einer immer in Warteschlange hier steht. Sobald einer weggeht, nimmt er dessen Platz ein. Und dementsprechend müssten dann halt zwei Grüne bedeuten, dass zwei da stehen, drei Grüne, dass drei da stehen und so weiter und so weiter. Das heißt, ich lasse es erstmal auf gelb. Was wollte ich da bauen? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Aber gebaut werden sollte es schon mal. Da wird das gebaut. Wir haben 10.000. Wir haben noch 6 Strom. Das heißt, demnächst sollten wir das hier auch weiter ausbauen. Wie auch immer wir das ordentlich hinbekommen. Oh gut. Was sagt die Weltkarte? Die Weltkarte sagt, es ist noch niemand angekommen. Das ist nicht so gut. Wie schaut die Wut aus? Scheinbar okay. Ich weiß nicht, ab welchen Werten da jetzt Gegner kommen. Und allgemein ist die... Oh. Da wurde gerade was weggepustet. Okay, unsere Leute lösen das nicht aus. Sehr gut. Der Zivilist. Puh. Sehr schön. Zivilisten werden also wirklich weggepustet, aber sie kommen nicht raus. Das heißt, sie laufen jetzt ewig da hin und her. Was ja nicht schlimm ist, aber... Also können wir uns die Tür am Anfang eigentlich schenken? Den kommen noch mehr rein, aber sie könnten rausgepustet werden. Aber sie werden anscheinend nicht ganz rausgepustet. Das Ding hat wohl eine begrenzte Reichweite. Gucken wir mal. Muss da eigentlich gleich Klick machen? Nee. Wenn kurz davor oder kurz danach einer von unseren Leuten rüberläuft, wird die Falle gar nicht erst aktiviert. Und da hier am Eingangsbereich eigentlich immer Leute von uns durchlaufen, das ist jetzt aber. Genau. Wusch. Komm, 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 komm. Ist anscheinend an der Tür hängen geblieben. Okay, die Tür muss weg. Tür bewegen. Dahin. So, und jetzt gucken wir, ob der Zivilist ganz rausgepustet wird. Das wäre natürlich ideal. So. Pust. Wusch. Nein, wird er nicht. Nur bis hierhin. Menno. Also müssten wir eigentlich diesen Korridor hier abreißen, was bestimmt nicht mehr geht, weil der ganze Korridor, ich glaube, der Korridor war von hier bis ganz durch. Das haben wir alles in einem Rutsch gemacht. Das würde dann alles auf einmal verschwinden. Und wir wären quasi begraben. Das wäre nicht so toll. Aber ja, falls wir irgendwann mal eine andere Insel haben oder neu anfangen oder was weiß immer, dann sollten wir es so machen, dass gleich am Anfang ein Knick ist, dass dann die Puste die Leute auch ganz rauspusten. So, ihr bekommt jetzt alle einen Verwirren-Tag in der Hoffnung, dass noch irgendeiner von den Kammerdienern da ist, um die zu verwirren. So, das klappt schon mal. Weltkarte. 4400. Wut ist überall, wahrscheinlich im Rahmen. Kane ist auch in der Nähe, das ist sehr gut.